Sie hat wohl vergessen, dass ich weiß, dass jeder Eclipse-Söldner mindestens einen Menschen oder ein anderes Wesen töten muss. Das könnte nützlich sein. Die und unschuldig. Ui, Treppen. Was ich mir schon immer gewünscht habe. Wir wurden entdeckt. Ja, es sieht so aus. Renn! Das ist dieser harmlos, nicht wahr? Beschuss durch eigene Truppen, Shepard. Ja, wenn du in meine Schusslinie läufst, Alter. Dann streckt man mein Toxin. Super mega hohe Toxinkonzentration. Feuer! Och Mann, oh. Ich meinte Feuer! Unterstützung bei der Zielsuche! Ich hab's ja mal! Das Toxin gefällt mir! Das gefällt mir im Ernst mal, diese Toxinsache. Das macht Shepards Biotik noch viel stärker. Ach ja, Gift, scheiß drauf. Und Terminal zum Hacken. Wo haben wir denn das nächste, was ich da mal finden sollte oder auch könnte? Dort ist's. Na, wo sind die nächsten? Ich würde gerne meine neuen biotischen Fähigkeiten weiter ausprobieren. Die ich allerdings nur für diese Mission habe. Ah, sehr schön. Oh oh. Freeze? Okay, das hatte schon irgendwie Style. Ich brauche Gift. Ah! Gift aufladen, Gift aufladen, Gift aufladen, Gift aufladen, Gift aufladen und schmettern! Durch den Drecksnebel sehe ich nichts! Aua! Mann, ich wollte doch noch meine Toxine ausprobieren, also meine Toxinkräfte. Ich hab die doch nur für die Mission. So, was haben wir hier? Eingang. Sie haben uns gesehen. Ja, fress das! Ich brauche Unterstützung! Ich hab sie nicht mehr! Ich brauche Unterstützung. Ich hab sie aber auch. Ich hab... Was sagtest du? Du hast mich am... Sie hat sich getan. Die haben massive Feuerkraft. Eieiei. Schnell die Tech-Panzerung anwerfen. So. Schon ziemlich riskant mit diesen Toxinen. Aber wenn ich das nicht habe, habe ich immer noch meine Technikkräfte. Die hier. Oder die hier. Und weiter voran immer schön Druck machen. Zack, einmal mit dem Warp weg, dann nochmal mit dem Warp nachladen und dann den Blei in ihr das Blei in ihr Körper pumpen. Wenn schon solche Sprache, dann bitte richtig. Die stirbt gleich und die stirbt jetzt. Noch wer? Sehr schön.
an der Datei. Alle Feinde beseitigt. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Aus nächster Nähe mit Explosivkugeln. Hab dem Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. Ich kann's kaum erwarten, dass endlich Action ist. Meine Freundinnen werden beim nächsten Besuch zu Hause total neidisch sein. Elnora war die Mörderin. Es war richtig, dass sie ihr misstraut haben. Detective Anaya würde das bestimmt gerne sehen. Ja, das darf ich drauf wetten. Tja, hatte ich also recht. So, geht's ja auch weiter. Wir wurden entdeckt. Von wem denn, bitteschön? Ach, von denen. Frieren wir mal ein, den schieben wir mal weg. Ja. Mann. Habe Schilde verloren. Das ist nicht nett, Leute. Ich fordere Unterstützung an. Das ist aber auch nicht nett. Aha. Sonst nichts. Okay. Oh, Scheiße. Jäger über uns. Lauft. Ah. Mit einem Schuss meine Tech-Panzerung weggeballert. Na super. Dürfte ich kurz anmerken, Boss. Ich versteue deine Materie über dem Meer. Au. Macht ihm Aua. Macht ihm ganz doll Aua. Oh, Scheiße. Au. Leute. Nicht lustig. Okay, für euch ist das lustig, aber nicht für mich. Na, wartet. Jetzt werde ich den finishen. Und weg. Oh, wenn es Warnzeichen gibt, sollte man wegrennen. Sonst explodiert mir mal hier wieder was unterm Hintern weg. Ich erwähne jetzt nur mal so Said. Was der mit der Raffinerie angestellt hat, war schon ziemlich krank. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney Four 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Ach, schau an. Das ist zwar nicht die Information, die Samara braucht, aber es beweist, dass der Volus ein Verbrecher ist. Detective Anaya würde das gerne sehen. Oh ja. Wir müssen in Bewegung bleiben. Und weiter. Niftukal, ein Volus. Wie ist der denn drauf? Ich bin ein biotischer Gott. Oh. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Da ist aber jemand auf Droge. Egal, was Sie eingeworfen haben, bleiben Sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden Ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie ein gewaltiger Sturm. Boah. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ja. Es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht.
Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Ja. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat ihr Verschwinden nicht gemeldet. Wahrscheinlich wollte er nicht, dass seine Abreise sich verzögert. Ich habe den klaren Eindruck, dass Pitney Geld einem Freund jederzeit vorzieht. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Wahrnehmung und kognitive Fähigkeiten reduziert. Überlebenschancen niedrig. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Eher nicht. Leg dich hin, ich mach das schon. Wasea wird sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Der Genuss Ihres... Aber... Gewaltiger Sturm. Biotischer Gott. Oh Gott. Ich bin... Ich... Was habe ich gerade gesagt? Ich bin... so müde. Sie... haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen. Und das Universum später zerstören. Gut gemacht. Oh Gott. Das wäre ja der tapsigste Volus, der mir über den Weg gelaufen ist. Und das Allergeilste war immer noch, als er... ist ein Wege von hat er nur gesagt... Aua. So gleichgültig und doch so urkomisch. Ah. Schau an, die Anführerin von Eclipse. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von ihr weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Wow! Also, mir ist sauer. Oh, Toxin! Wo finde ich denn hier meine Dosis? Aha! Bam! Bam! Ich knalle meine biotischen Angriffe um die Ohren. Bam! Und noch einmal. Bam! Und noch einmal. Bam! Oh, die Giftwarnung sollte ich doch mal beachten. Der nächste. Halleluja, wie heftig ist die drauf? Ich habe die Schilde verloren. Ach, was? Das kommt jetzt gerade recht. Oh, ist sie tot? Gut. War's das? Nein. Aber Wasea ist doch gerade schon tot gegangen. Noch jemand? Es muss hier irgendwelche Unterlagen über das Schiff geben. Na, will wohl niemand mehr. Was wäre das Datenpad? Hier ist eine Justikarin. Vermutlich sucht sie nach der Person, die wir mit der AML Demeter ausgeflogen haben. Ich war froh, als sie weg war. Sie ließ mein Blut in den Adern entstehen. Hoffentlich bringt diese Justikarin nicht meine ganzen Pläne durcheinander. Das muss das Schiff sein, das Samara gesucht hat. Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben?
oder uns erst ein wenig umsehen. Ich habe ja alles zerstört, was man zerstören konnte. Cool, Shepard hat geglüht. Phobiotische Energie. Geben wir ihr den Namen und dann nichts wie weiter. So, dann haben wir das auch mal erledigt. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Ja, ja. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Die Normandie liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Was zur... Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Das nenne ich biotische Energie. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Steht nicht fest, ob sie mich töten kann. Naja, aber willkommen im Team. Sie werden für unsere Mission von großem Wert sein. Es freut mich sehr, Sie dabei zu haben. Und mich freut, das zu hören. Ich werde an Ihrer Seite kämpfen, Ihre Feinde töten und Ihre Freunde beschützen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich will noch mit dem Detective reden. Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ach, ich hab den Mörder gefunden. Ich hab nur mal eben deinen Job gemacht. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Oh. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Von dieser Elnora habe ich noch nie gehört. Vermutlich hatte Ihre Karriere gerade erst begonnen. Gut, dass Sie dem ein Ende bereitet haben. Tja. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. So, dann liefere ich Ihnen nochmal einen Schmuggler aus. Ich kann beweisen, dass Pitney vor roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Meine kleine Kopfgeldbörse. Naja, nehme ich gerne und dann auf zu Normandy. Dann dürfte mein Team eigentlich vollständig sein. Und noch ein Stufenaufstieg. Und noch eine Ladezeit. Yay! Für mich sind sie genauso langweilig wie für euch. Tröstet euch damit. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Was zur... Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen?
Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Deck 3. Da, wo Miranda und so sitzen. Naja, das waren dann auch mal wieder zwei Missionen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das war. Aber ich mache dann jetzt eine Aufnahmepause und nehme dann nächste Woche wieder auf. Bis denn, obwohl das kein großer Unterschied für euch ist, weil ihr das sowieso am Stück...